Sie was? Eine solche Gelegenheit kommt in 100 Jahren nicht wieder. Dann schaust du halt in 100 Jahren wieder vorbei. Wenn wir den Damm bauen, hat das Unglück endlich ein Ende. Und hier lassen wir nichts machen. Meine Herren, bitte Ruhe, bitte. War was? Waldrausch. Ein moderner deutscher Film nach dem berühmten Roman von Ludwig Ganghofer. Ich war eben am Grab meiner Mutter. Hast du sie hingelegt, die Blumen? Es ist ja das Einzige, was ich für sie noch tun kann. Also, pass gut auf dich auf, mein Kind. Runter! Sofort runter vom Pferd! Geben Sie Deckung! Was ist denn? Kommt noch eine Sprengung? Waldrausch. Ein Naturereignis, das die Menschen verwirrt. Ein Gleichnis für Ereignisse im Leben eines jeden. Biederl! Toni! Schau, der Wald blüht. Ja, sowas gibt's bloß alle 7, 8 Jahre, besonders nach einem harten Winter. Den Waldrausch. Waldrausch. Weißt, wie man's merkt? Es dreht sich alles, es dreht sich. Sie wissen gar nicht, wie gut sie's haben. So frei von Konventionen leben und arbeiten zu können. Keine langweiligen Gesellschaften. Durchlaucht! Oh Gott! Ein Film, dessen Konflikte, dessen Problematik in unseren Tagen aktueller sind denn je. Wer schämst du denn jetzt? Was haben dir die Leute getan? Ach, die sollen nur springen, damit wissen, wer hier der Herr ist. Sag mal, hast du dabei nicht deine Kleinigkeit vergessen? Du bist meine Frau. Benimm dich entsprechend. Würde ich dich damit nicht in eine sehr peinliche Situation bringen? Schau, Mutter, wen ich dir mitbringe. Die Witwe von Zippershausen. Mei, die macht's nicht mehr lang. Gerade so hat mein Seliger ausgeschaut. Im Mittelpunkt des spannenden Geschehens eine neue Uschi Glas in ihrer bisher schönsten Rolle. Ihr zur Seite Alexander Stephan, Siegfried Rauch und viele bekannte Schauspieler. Alles haben sie mir versucht beizubringen. Nur vom Wichtigsten hatte ich keine Ahnung. Von der Liebe. Kampf um Liebe und Glück. Zum anderen Kurve rauf! Das Wasser versteigt! Hilfe! Kampf gegen die Gewalten der Natur. Hilfe! Kampf um Arbeit und Brot. Das merkst du. Ausweg, was angeht. Kampf um Verständnis und Gleichberechtigung. Endlich wieder ein großes Kinoerlebnis für das gesamte deutsche Publikum. Waldrausch. Ein Film von Horst Hechler.